Der ist super komplex zu verstehen, aber wenn man verstanden hat, versteht man. Verstehst du, was ich meine? Hallihallo Leute, ich glaube, ihr freut euch gerade, weil ein neues Video kommt. Und tatsächlich, das wird ein neues Video. Warum kam jetzt die ganze Zeit wieder nichts? Ja, es ist unfassbar. Ich bin einfach ständig fertig. Das habe ich ja schon vor Jahren auch im Robert Mernowitsch mal geschrieben. Gut, vor einem Jahr. Gestern habe ich so eine Doku gesehen über Long-Covid. Da habe ich schon sehr, sehr vieles bei mir erkannt, muss ich sagen. Aber ich fighte weiter. Habe auch das Gefühl, dass jetzt wieder eine bessere Phase kommt. Bei mir ist immer so, auch wenn dann Dunkelheit dazu kommt hier, wie jetzt, wenn es halt so früh dunkel wird, ne? Also ich jetzt depressionsmäßig, aber dann wird es nochmal schwieriger und Kälte und man will eh nicht raus und so weiter, ja. Und ich muss jetzt wirklich ranfighten. Ich habe mir für heute was Kurzes überlegt. Also Unboxings kommen auch noch auf jeden Fall. Aber ihr seht ja auch, ich habe... Schauen wir, wie mein Gesicht aussieht. Ich bin aber immunmäßig auch angeschlagen. Ich war jetzt sehr lang krank und war sehr heftig krank auch. Ich hatte kein Corona, ich hatte einfach nur Grippe. Die gibt's auch noch. Und mein Immunsystem ist aber sehr geschwächt. Herpes bekommen noch dazu, jetzt gestern. Ja, also ich muss ein bisschen aufpassen. Egal, lange Rede, kurzer Sinn. Jeder, der irgendwas auf sich hält, hat zurzeit die WM getippt. Ich würde das normalerweise nicht machen, aber der Niklas bei uns auf dem Discord hat ein Tippspiel gestartet. Und da kann ich mir jetzt nicht nehmen lassen, eigentlich als Herrscher über das Discord, ich bin ja einer der Admins, ne, dass ich da nicht mitmache und dem Volk nichts... das Volk nicht in die Schranken weise bei so einem Tippspiel, ne? Es ist ja keine Wette sozusagen, es geht ja um nichts, glaube ich zumindest, aber ich würde sagen, wir melden uns mal kurz an. Ihr könnt ja auch auf den Discord kommen und da mitmachen, glaube ich. Muss ich mal gucken. Ja, und dann tippe ich mal mit und dann können wir mal gucken, wer hier die besseren Tipps abgibt. Großes Problem ist natürlich Martin gegen Flo. Ich sponsor Martin. Ich mag beide. Da darf ich eigentlich gar keine Aussage machen. Aber musst du natürlich machen, ne? Aber da kommen wir erstmal dazu. Jetzt schauen wir mal kurz rein. Ich bin ja hier, auf dem Discord. 328 Mitglieder. Ich hoffe, ich bin im Main-Chat. Lass mal kurz gucken. Ah, schau, da bin ich wieder der Discord-Opa. Jetzt bin ich in die Mitglieder reingegangen und habe einen Sprachchat eröffnet. So, mach ich wieder zu. Ich wollte doch hier eigentlich gucken, wo man... Nein? Hallo? Ich wollte gucken, wo man... Wo ist der Link, wo ich jemanden einladen kann zu diesem Server? Das ist wieder unfassbar hier. Leute, ich bin ein absoluter Profi. Schaut mir nicht zu, ich bin Profi. Mitglieder, gebannte Mitglieder. Keine Bands, schau, so nett sind wir. Wo ist jetzt das Ding? Bei Online. Nee, jetzt bin ich in Online reingegangen. Also ihr seht's, ich bin absoluter Profi. Wenn ihr auch so ein Profi seid wie ich, kommt auf jeden Fall auf den Server. Ihr habt einen Raufen Spaß. Man kann so, so, so viele Sachen klicken, die alle zu nichts führen. Ah, Rechtsklick hier vielleicht. Ah, Leute einladen. Guck mal, so intuitiv. Oder schicke ein Einladungsding. Bearbeiten. Nie ablaufen. Ich will nicht den Link. Ich will ein Discord-Ding, ich will einen QR-Code. Ich gehe kurz auf unsere Website, da ist nämlich ein QR-Code und den könnt ihr dann abfotografieren. Flo Dartsliga, so, dartsendung-augsburg.de, ne? Flo Dartsliga, wo ist der Code? Hier! So, wer auf unseren Discord-Server will, jetzt mal den Bildschirm abfotografieren. Mit Botox. Wenn ihr das nicht könnt, selber schuld. Nee, dann geht er halt hier hin, hier. Dartzentrum-augsburg.de und dann geht ihr hier auf Flowliga und dann geht ihr da ganz runter. Oder ihr geht irgendwo, ist auch ein Link hier. Da ist der Discord-Link. Dann geht ihr darauf. Hier könnt ihr auch lesen, worum es geht. Ich suche auch noch Teilnehmer, ne? Ihr könnt hier gleich mal mitmachen. So, jetzt gehen wir mal in diesen Discord. Abbrechen. Abbrechen. Und jetzt suche ich mal Patreons, Schweizer Flowliga, unsere Flowliga, Dart Arena, WDC, Kicktipp. Es ist im Main-Chat, also ihr müsst kein Flowliga-Teilnehmer sein, um damit zu machen. Und hier steht's, kicktipp.de/Dartsgondel. Kann man irgendwo nachlesen, was Best of ist, First to Three Sets, ja genau. So, oh ja, da geht's schon los. Darts WM Spielplan. Sport 1, Alter. Da überschlagen sich die Ereignisse. Mingo, jeder macht was mit hier. Was ist hier los? Sieht aus wie der Place to be bei der WM. Man kann die Tipps bis 1 Minute vor der Session ändern. Es würde hier früher stehen. Blablabla. So, ich mache jetzt meinen Account. So, wer gehofft hatte, dass ich jetzt aufhöre, den Bildschirm abzufilmen und eine Bildschirmaufnahme mache, der hat sich getäuscht. Ich bin also jetzt auf diesen Link, kicktipp.de/Dartsgondel. Und da steht Mitglied werden. Ich bin zwar schon Mitglied, aber noch kein Mitglied hier. E-Mail, Passwort. Jetzt registrieren. Ich klicke da einfach mal drauf. Oh, sie haben was vergessen einzugeben. Also, dartathletics@gmail.com. Passwort. Soll ich dieses vorgeschlagene Passwort nehmen? Das wäre ja jetzt super. Ihre Registrierung war erfolgreich. Bitte gehen Sie zu Ihrer E-Mail-Adresse. Aktivierung Ihrer E-Mail-Adresse. Bestätigen. So, Tippername. Dartsgondel. Mach ich mal auseinander. Ich habe festgestellt, mein YouTube-Kanal ist auseinandergeschrieben und ich mache es immer falsch. So, Mitglied werden. Enthält nicht erlaubte Sonderzeichen. Ja, wir machen es ohne Leerzeichen, habe ich gerade spontan entschieden.
Ja, willkommen im Tippspiel. Du bist nun als Darts-Gondel angemeldet. 2-0 steht's jetzt für mich. Starke Darts. Freunde einladen? Nee, ich will doch hier Tippabgabe. Richie Erdhaus, Liao, aber wen meint er? Ah, okay, dann kann ich jetzt hier, ach so, dann mache ich hier nur die Kollegin. Also, Richie Erdhaus gegen Wen Liao. Ich glaube, der heißt Wen. Der müsste Wen Liao, aber im asiatischen Raum schreibt man den Nachnamen zuerst oder irgendwie. Gut, Wen, ist das ein Nachname? Ist Liao ein Nachname? Wen ist wahrscheinlich eher ein Nachname. Egal. Wenn nicht jetzt, wann dann? Ich mache jetzt mal 2-3. Der Mann, warum nicht? Ricky Evans gegen Nitin Kumar. So, das wird 3-0 für Fast Ricky. Lewis gegen Campbell. Also, ich würde sagen, Lewis, der verabschiedet sich hier direkt mal. Der Campbell ist saustark auf dem Floor und war auch gut auf der Kollegin. Eddie ist auch gerade wieder im Aufsteigen. Soll ich ihm hier keinen Credit geben oder soll ich ihm Credit geben? Müsste ihm mir eigentlich Credit geben, aber könnte sein, dass das echt lost, wenn Matt einem reinhaut. Also mach ich mal was. Ich mach mal was, ein Outsider-Tipp hier. Und Gavin Price ging unbekannt. Das kann ich ja noch nicht tippen. Da Price dann gegen Erdhaus oder Wen spielt, muss man also nach 20 Uhr den Tipp abgeben und vor 23 Uhr. Das werde ich auf jeden Fall hardcore verplanen. Ja, komplett, kann ich jetzt schon sagen. Das wird unmöglich schaffbar sein für mich. Deswegen, weil ich euch jetzt semi-heiß gemacht habe, gehe ich mal auf die Kollegin hier. Ihr könnt ja hier mitmachen, ne? Wenn ihr da Bock drauf habt. Discord könnt ihr auch mitmachen. So, dann gehe ich jetzt mal auf die Kollegin. Ja, wenn man nicht mitschreibt, ist auch scheiße. Warte mal, ich drücke mir meine so Kollegin. Okay, jetzt wird's gespenstisch. Wird er den A3 reinziehen? Von hier hinten? Oder wird er mich hart weinen lassen? Auf A4. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hat gebürt. Alter. Okay, er macht es nochmal spannend. Dann schaue ich währenddessen mal mit euch an, was ich mir ausdrucke. Den Dart1.de Posterplan. Der ist super komplex zu verstehen, aber wenn man verstanden hat, versteht man. Verstehst du, was ich meine? Verstehst du, ne? Da ist Gaga. Da sind Hempel und Shindy. Und wo ist der Fabi? Da ist der Fabi. So, Uja. Uja. Guck mal. Und er nimmt A3 mit hier. Bin ich hier hochtechnisch ausgestattet oder bin ich hier hochtechnisch ausgestattet? Und wie geil ist das bitte? Das frage ich euch jetzt gar nicht erst. Das sage ich euch jetzt dann gleich, wenn ich das Ding hier habe. Geil bin ich Hightech, hey. Lecco mio, du. Da kommt's. Schaut gut aus. Das sieht doch gut aus. Ich glaube, der Printer hat sich gerade gereinigt hier auf A3. Das riecht nach komisch. Oder ich habe gekocht und meine langen Haare habe ich in den Dunst des verbrennenden Fetts gehängt. Let's Fetz. Ryan Searle. Der Manhattan. Super, dann sind wir gleich wieder da. Und schon habe ich eine wunderschöne A3. Kopie wollte ich sagen, Ausdruck. Guck mal, der ist doch wunderschön. Der hat gar keinen Ausdruck, wie schön das ist. Wunderbar, so. Gut, und jetzt müssen wir nur einmal Round-the-Board-Tippspiel spielen und dann habe ich schon wieder gewonnen. Das Gute für mich ist ja dann, dass ich da abschreiben kann, wenn ich das Tippspiel mache. Ne? Dann kann ich ja hier eintragen, was ich da... So, was hatte ich hier? 3-2. Sieht man kaum, aber reicht. Ich mache es natürlich mit Bleistift, damit ich bescheißen kann. Beaton gegen Sherrock. Tja, Steve Beaton ist mein Lieblingsspieler. Ich gönn's der Felina auch, aber die Katze wird aus dem Sack gezogen, denke ich mal. Beaton da ein... Wird er da... Ja, ey, unterschätzt nicht den Steve, ne? Der kann schon spielen. Ich mache hier mal alles klar so. 3-1. Ist ein gewagter Tipp, aber ist ja ein Tipp. Dann Ross Smith gegen Jeff Smith. Wer silenced hier wen? Das Rosshaar gegen den Kanada. Ja. Kanadese. Genau, so heißen die. Ross Smith hat so stark aufgespielt Mitte der Saison. Jeff wurde eher leiser. Der Silencer. Komm, Ross macht das. 3-1. So. Vati Mena gegen Koltsov. Vati ist gut drauf. Koltsov ist mehr so mittelmäßig. 3-1. Man kann nicht immer 3-1 tippen, ne? Aber 3-0 ist so gewagt. Was sollen wir da machen? Dann, dieser Smith. Über den habe ich was gelesen. Wie heißt der? Ki, Kylan, Kello, Kellerassel? Genau. Kai Smith heißt er. Einfach so. Einfach KY. So. Kai, ne? Und gegen Mike Kölvenhoven und Kölve, sag mal, Kölve mal verlieren lassen, aber der Kölve ist eigentlich auch nicht schlecht. Und diesen Smith-Mensch kenne ich gar nicht. Komm, machen wir mal 3-0 hier rein, weil der Kölve hat schon Erfahrung auf der Bühne und die Kollege nicht. Adam Hunt, der Schrecken von Gabriel gegen Boris Kritschmar. Ja, kam Boris jetzt mal vorbei. Komm, Boris, ich gönn dir mal einen, ne? Dann mach's aber auch. Dankeschön. Ted Evans gegen Jim Williams. Hat Evans hier ein Sternchen, weil er World Youth Champion geworden ist? Der hat am 18.12. hat der einen Halbmond hier. Keiner weiß es. Also der spielt die Abendsession. Okay, cool. Habe ich auch noch nicht rausgefunden bei dem Kalender. Jetzt habe ich es rausgefunden. Adam Evans. Ja. 3-1.
Ich mache hier nur noch 3-1, ne? John Michael gegen Martin Klärmarker. John Michael gegen Klärmarker. 3-2, komm. Gebe ich dem John ein. Oh, da kommen wir schon hier hin. Hempel gegen Shindy. Ich gehe einmal noch zurück. Ich gehe mal in die andere Richtung. Keen Barry gegen Royden Lamb. Der ist nicht schlecht. Kann Barry mit dem umgehen, weil der wirft auch langsamer, ne? Vielleicht nicht, vielleicht schon. Für Barry wäre es natürlich, komm. Komm, Barry, ich gebe dir den Vorteil vom Zweifel. Dann, Louis Williams. Habe ich vorhin Jim Williams gegen Shibata. Ja, Louis Williams muss er eigentlich machen. Da machen wir jetzt 3-0. Den schiebt er ab, den Shibata. Der muss nochmal in den Ofen. Der ist noch zu hell. Shibata-mäßig. Die Mölle gegen Ashton. Ron Mölenkamp gegen Lisa Ashton. Ja, normalerweise. Aber Lisa hat, glaube ich, richtig Bock. Also Fakten, wollte ich sagen. O'Connor gegen Danny Lorby. Willie O'Connor gegen Danny Lorby. Komm, 3-1, der Lorby. Komm, dem könnte ich auch ein 3-0 reindrücken. Soll ich mal dem Lorby ein 3-0 reindrücken? Ja, der hat gerade neue Darts gemacht. Der findet sich geil. Ryan Michael gegen Fabian Schmutzler. Mikl heißt er, Mikl. Schmutzler macht einen Break. Holt ihn sich 3-1. Woodhouse gegen Wilson. 3-2. Ey, ich glaube, meine Tipps sind so schlecht hier, das ist der absolute Wahnsinn. William Borland gegen Bradley Brooks. Ja, aber der Brooks ist noch nicht so weit und der Borland ist echt richtig stark. Komm. Jason Heaver gegen Juan Rodriguez. Ja, komm, Jason Heaver. 3-0. Fertig, jetzt habe ich mal ein 3-0 eingetragen. Heaver, ich habe dir vertraut, ne? Ich habe dir vertraut und du bist nur meine Braut. So, voll der Gangster-Rap eingebaut. Ah, ihr macht hier die Ampelkoalition schlapp, du hier. Dieses, wie heißt das? Stativ heißt das Ding. Ich sag's ja, Long Covid. Man vergisst lauter Wörter. Egal. Low Covid gegen Larson. Daniel Larson. Oder war das dieser Krimi-Autor? Jason Lowe. Ich sage jetzt einfach mal Sachen. Ja, komm, 3-0 für Lowe, der ist zu stark. Sauter gegen Portela. Portela hat zwar geübt, aber der macht zu viel Spaß und Sauter ist eigentlich zu geil. 3-1. Paul Lim gegen Joe Mernon. Joe Mernon ist zwar stark, aber gegen den Lim hat er keine Chance. 3-2 für Paul. Callan Ritz gegen Yamada. Ja, Ritz, der will sich was beweisen, dann verrutscht er sich aber und verliert deswegen hier. Komm, 1-3. So, da habe ich mal einen rausgehauen. Also zwei Tipps habe ich schon rausgehauen, wo man sagt, da hat er einen rausgehauen. Eddie Lewis gegen Matt Campbell. Ich habe es vorhin schon mal gesagt. Lewis verliert es. 1-3. Komm, zack. Dann Scott Mitchell gegen Chris Landmann. Chris Landmann hat bei der Q-School ganz geil gespielt, aber Scotty Dog ist ein Weltmeister, glaube ich. 3-1. Ja, 3-2 musst du da eigentlich tippen. Lawrence Ulagan. Ich glaube, wo ist der? Philippinen. Und Barney. 3-0 Barney. Barney ist gut drauf zurzeit. Evans gegen Kumar. Den hatten wir auch schon mal bei der WM dabei, glaube ich, ne? Hatte ich nicht vorhin schon einen Evans getippt? Das war doch Evans. Hatte ich schon einen Evans? Ja, hast du vorhin bei dem Tippspielding. Weg damit. Hast du auch schon 3-0 getippt. Dann Roby John Rodriguez gegen Nick Kenny. Weißt du nicht, was passiert, aber ich bin jetzt mal für die Kollegin. Der Darius gegen Mike De Decker. Na, bin ich mal für Darius. Aber Mike war auch nicht schlecht. Der hat ein gutes Los, der Mike. Das kann er schon packen. Ich gebe es ihm trotzdem nicht. Rusty Jake gegen irgendeinen Rob. Gegen Ben Rob. Ben Rob, den kann ich nicht. Joa, Rusty Jake kennt den auch nicht und deswegen macht er den auch 3-0 weg. Futsch, weg damit. Chess Barstow gegen John Norman. John Norman aus Kanada. Sagt mir gar nichts. Chess Barstow, sag mir was. 3-1. Ryan Joyce gegen Roman Benecki. Den habe ich schon spielen sehen. Ryan Joyce ist ein absoluter Killer. Benecki, komm, der kriegt nichts. So, Lennon gegen Madas Rasenmäher. Da habe ich vorhin schon gesagt, Lennon. 3-1. Herr Rasmann macht sich die Hosen voll live. Und dann hast du Jamie Hughes gegen Rasmith. Wer ist das? Raphael? Raymond heißt der Mann. Jamie Hughes gegen Raymond Smith. Jamie sich kaputt lachen, du, sag ich dir. Wird er sich kaputt lachen. 3-0. Na gut, ich kenne ihn nicht, aber weißt du was? Weg damit. So, dann haben wir Hempel gegen Schindler. Das darf ich eigentlich gar nicht tippen. Ich sag's euch, wie es ist. Die letzten vier Spiele hat Hempel verloren, darunter auch die Super League. Hempel hat aber dadurch anziehen müssen in letzter Zeit. Und Shindy hat was Alternatives versucht, hat sich ein bisschen zurückfallen lassen. Ich sponsor den Mann und man darf eigentlich nie gegen den tippen, gegen den man sponsort. Deswegen werde ich hier auch keinen Tipp eintragen. Meine Tendenz sagt aber, ne, it's all in the day, würde ich sagen. Wenn er einen guten Tag hat, dann ist definitiv auch mal schnell Feierabend. Tja. Da will ich mich jetzt noch nicht festlegen. Vielleicht irgendwann später nochmal. So, und das war's. So, jetzt schaue ich, ob ich jetzt noch euch auf die Augen schnitzen kann. Und dann sehen wir uns zu, keine Ahnung, wann nochmal was passiert. Sagt ihr es mir in den Kommentaren, ne? Oder ruft mich an. Oder keine Ahnung. Ich sag's euch, ich kann nicht alles im Kopf haben. Ich habe so viele Sachen um die Ohren. Ich bleib dran. Ich weiß nur nicht an was, aber viel Spaß bei der WM. Wir sehen uns sicher mal die nächsten Tage. Tschüssi!